Die Regierung in Italien gibt so viel Geld aus, dass jetzt eine Abstufung auf Ramsch droht. Kreditratingagentur Moody's hat angekündigt, am Freitag das gerade noch so vorhandene Investment-Grade-Rating überprüfen zu wollen. Das bringt die Europäische Zentralbank in die Bredouille. Die versucht nämlich, diesen hohen Renditeabstand, der bereits entstanden ist, zwischen Italiens Staatsanleihen und den Staatsanleihen aus dem Rest der Eurozone irgendwo auszugleichen. Um das zu tun, muss sie italienische Staatsanleihen kaufen, um die Zinsen dort zu senken. Das ist ein zweischneidiges Schwert, weil die EZB dadurch ja die Neuverschuldung in Italien erst ermöglicht, indem eben die Zinsen künstlich herabgesetzt werden. Schon jetzt ist die Verschuldungsquote bei 140% der Wirtschaftsleistung. In den nächsten 5 Jahren wird sich daran wahrscheinlich nichts ändern. Endet das in Italien also alles in Tränen? Was ist eure Meinung? Gebt uns einen Daumen hoch für dieses Video, wenn ihr es interessant gefunden habt.